Zwar fiel der Aufruf zum Krieg auf fruchtbaren Boden, allerdings gilt für die Kirche, die Friedensbotschaft Jesu zu vermitteln. Die Einstellung der lateinischen Kirche zum Krieg musste sich also ändern. Die Bibel, aber auch die Theologie hatten sich dazu widersprüchlich geäußert. Schon Augustinus entwickelte ein Konzept über Recht und Unrecht des Krieges. Allerdings blieb der Einzelne in einer moralischen Verpflichtung. Ein gerechter Krieg könne nur zur Erlangung des Friedens geführt werden. Es muss Recht wiederhergestellt werden und Unrecht bestraft werden. Nur für die Erlangung des Friedens und für gerechte Sache darf ein Christ kämpfen. Am gerechtesten ist für Augustinus aber ein Krieg im Auftrag Gottes. Gerade die Westkirche bemühte jetzt Augustinus, während die Ostkirche pazifistisch blieb. Krieg gilt als notwendiges Übel. Im Übrigen, so die Theologen, sei für die Aufrechterhaltung des Friedens der Kaiser zuständig. Er müsse auch die Kirche schützen. Demgegenüber gibt es das Tötungsverbot aus dem Dekalog. Mord ist eine Todsünde. Im Frühmittelalter mussten zusehends Kriege gegen Invasoren wie Wikinger, Awaren, Ungarn und Sarazenen geführt werden. Diese Kriege gelten als gerechte Kriege. Allerdings handelt es sich bei den Gegnern auch um Nichtchristen. Schon Päpste des 9. Jahrhunderts verhießen das ewige Leben für Krieger, die in Heidenkriegen fielen. Während aber Wikinger und Ungarn in Europa integriert wurden, war bei den Arabern nicht an Mission zu denken. Abgesehen von strengen Monotheismus waren die Muslime auch kulturell höher stehend. Die christliche Welt ist also für die Sarazenen zweifach rückständig. Auch interne Vorgänge änderten die Kriegsethik. Am Ende des 10. Jahrhunderts entstand vor allem in Frankreich die Gottesfriedensbewegung. Anlass dafür war, dass allen Ortes blutige Fäden das Land heimsuchten. Ein Grund dafür war der Bevölkerungsanstieg im Hochmittelalter. Da sich Heiratsverhalten und Familienplanung immer nur verzögert daran anpassen können, gab es einen Überschuss unverheirateter Männer. Zusätzlich wurde die Primogenitur eingeführt, also nicht mehr alle Kinder erben zu gleichen Teilen, sondern der älteste Sohn den Hauptteil. Die zurückgesetzten jüngeren Brüder suchten ihre Existenz in der Kriegsführung, worunter vor allem die ländliche Bevölkerung massiv litt. Demgegenüber versuchte die Kirche mit einer Friedensbewegung aufzutreten, die auch durch die Kirchenreform gefördert wurde. Die Gewalt des Adels in allen Bereichen konnte so angeprangert werden. Der Ausweg war auch eine Christianisierung des Ritterstandes. Damit stand dem Papst aber nun auch ein loyales Heer zur Verfügung. Gerade diese Männer folgten sofort dem Aufruf zum Kreuzzug.